Guten Tag zusammen. Folge 11. Quack 11. Wir holen uns wieder Gold. Wir versuchen zumindest. Oben ist der Timer. Ich hab schon wieder die Richtung verwechselt. Da natürlich. Wir fahren mal los, ne? Mal schauen, worauf wir uns hier einlassen heute. Los geht das. Mal gleich Buß. Wow. Zeitlupe. Weil es Sinn macht. Ah! Okay. Was zum Teufel, Alter? Okay. Verkackt. Erstmal den, dann den. Und dann den. Oh mein Gott, wir haben uns den Turbo gegönnt. Ja, aber wir müssen höher, Alter. Wir müssen höher. Aber wir gönnen uns den Turbo. Ich glaube, damit können wir richtig Zeit holen. Aber das hier ist wirklich... Ich befürchte, da kann man auch Zeit gewinnen. Ah, ja, das war doof. Ich befürchte, also, warte mal. Wir holen uns jetzt hier den Boost. Bremsen ein bisschen ab. Zeitlupe, bremsen hier ab. Ja, dann kommen wir noch besser auf, glaube ich. So, holen uns jetzt hier... Wow. Alter, das ist ein Tempo, Alter. Das muss ja... Kontrollieren musst du das, ja? Kontrollieren. So, kann ich nicht. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen vom Gas, damit wir nicht so scheiße aufkommen. Okay, machen wir trotzdem. Warte mal. Stoff. Zeitlupe. Vollgas. So, jetzt kommt dieser Reset. Und jetzt geht der Punk ab. Oh, ja, Mann, Alter. Ja, nice. Mm. Oh, fuck, ey. Das wird ja lustig. So. Hier rein. Hier raus. Ein bisschen vom Gas gehen, damit ich ja nicht so... Ah! Okay. Haben wir noch in den Griff gekriegt? Haben wir noch? Wir müssen links vorbei, damit wir mit dem Tempo klarkommen. Zeitlupe. Ein bisschen vom Gas. Ja, nice. Richtig Böckstoff rein hier. Ja. Jetzt müssen wir hier richtig hoch. Wir kommen wieder nicht rein. Egal, wir fahren mal weiter. Wir fahren weiter. Strecke kennenlernen. Das wird jetzt hier keine Bestzeit werden. Oh, diese Raketenschübe, ne? Die kann ich ja haben. Hä? Okay. Weitermachen. Wir fahren weiter. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das Ding hier angehen. Was läuft hier denn ab? Ah, hier sind 28 Ziele. Und ich schaffe keins davon. Na, no. Doch, komm, wir holen das. Wir holen uns das hier. Jut, wir haben eine Minute gebraucht. Na, eine Minute und 10. Gibt gar nichts. Für 48 brauchst du allein schon Bronze. Jut. Oh Mann. Ja, passt schon. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo wir hier richtig Zeit rausholen können. Also hier alleine, ne? Ja, das war gut. Alter, wie schnell man auch einfach ist. Muss das sein? Das ist ja ein Affentempo. Keine Ahnung, wie man das handeln soll hier vernünftig. Aber den hier will ich mitnehmen, ne? Aber mit diesem Boost. Die ist ja so heftig schnell dann. So, jetzt fahren wir hier so rein. Ja, hier so runter. Ja, Alter, und dann bist du da wieder zu schnell. Du musst viel früher gerade kommen. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das angehe jetzt. So, hier machen wir mal gar nichts. Jetzt gehen wir hier ein bisschen von Gas. Ja, das war jetzt. Jetzt sehen wir gleich, wie viel Zeit uns das kostet. Oh, gar nichts. Gar nicht so viel. Interessant. Ja. Richtig gegen Hammer. Nee, macht so keinen Sinn. Alter, dieser Hyperspeed hier, ne? Der macht mich ja völlig fertig. So, ja, besser. Nee, wir rutschen immer noch so heftig. Wir versuchen es mal, ne? Wir versuchen es mal. Ja, so nicht. Wir können gleich, das macht keinen Sinn.
haben wir das Tempo gar nicht drauf, was wir brauchen. Aber es gibt 8 Ziele oder so. Also irgendwas muss doch da gehen. Ja, so nicht, so gar nicht, so gar nicht. Weißt du was, wir fahren jetzt mal geradeaus. Ohne diesen Turbo da an der Seite mitzunehmen, da links. Wir versuchen das mal, wir werden richtig Zeit verlieren, befürchte ich. Aber wir gucken mal, wie viel tatsächlich. Ja, schon eine halbe, ne? Schon eine halbe Sekunde. Also das lohnt sich auf jeden Fall, den da mitzunehmen an der Seite. Dann machen wir das auch. Hier ein bisschen Pass, wieso ist der denn? Nee, hä? Hä? Ich hab doch gar nicht gelenkt. So, jetzt ein bisschen runter. Ja, schlappert sich einen ab hier, Alter. Hat die Zeitverlangsamung, der Umkehrer gar nicht mehr gewirkt. Okay, Zeitlupe. Umkehrer. Ja. Dann machen wir das so, ne? Dann lassen wir den da einfach so fahren, wie er meint. Okay. Nee, Alter, du musst doch. Du hämmerst da mit einem Tempo durch. Das ist ja unnormal. Aber was ist, wenn man mit diesem krassen Tempo da oben in diesen Looping da, nee, da, ich glaube, das geht gar nicht. Aber ich weiß ich nicht. Oder ob man dann quasi vollautomatisch ins Ziel fliegt, weil man einfach dieses Affentempo drauf hat. Ja, komm, nee. Es ist, warum haben die da Laternen hingebaut, bitte? Kann mir keiner erklären, oder? Ist doch hell hier noch hier. Warum sind die auch aus, wenn ich das hier richtig sehe? Ja, dann können die da ihre Laternen auch weglassen. Okay, das war scheiße. Also irgendwie müssen wir da besser, wir müssen da gerade reinkommen, weil sonst... Ich verliere da easy die Kontrolle am Anfang. Boah, Alter, dieses... Ja, okay. Okay. Besser? Nicht gut. Och Mann, ey. Wie komme ich denn da rüber vernünftig? Kann ich da einfach gerade drüber fahren so? Ne? Wir müssen schon da die Bande hoch. Ich versuch mal. Einfach geradeaus zu hämmern. Ach, geht gar nicht. Nee. Nee, wir müssen auf jeden Fall rein, sonst wird das nichts. Okay, schade. Wollte ich mal ausprobieren. Dann hätten wir uns diesen Looping geradeaus Rückungsmist da schenken können. So, jetzt fahren wir hier rein. Hier runter. Ja, nice. Okay, das war gut. Hey. Alter, wir müssen noch weiter rechts, weil wir müssen ja an diesem fetten Dings vorbei. Wir müssen nicht mittig fahren, sondern schon ziemlich weit rechts. Keine Ahnung, wie wir das machen. Vor allem, Alter, meine Augen, ja, ich bin schon alt. Das Ganze hier noch vernünftig zu verfolgen, ist überhaupt nicht so einfach. Nee. Alter, wie soll denn das funktionieren? Ist mir echt ein Rätsel, ne? Ist mir wirklich ein Rätsel. Aber zumindest schaffen wir das jetzt ja halbwegs solide. Jetzt fahr ich mal richtig. Aha, okay. 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 Alter, das ist so schnell, das ist... Ich fahre hier über 400 km/h teilweise. Aber ich glaube, das ist hier schon ziemlich nice, wenn man hier echt mal hochzieht, so wie jetzt, dann kommst du hier richtig gut runter. Viel gerader. Ah, ich hätte... Nee, ich hätte Fahrradkette, ne? Genau. Wir müssen das anders machen, irgendwie anders. Was noch nicht genau wie anders, aber anders. So, hier wieder rein. Hier durch. Hier richtig hier unter die Decke flexen, weil das funktioniert ziemlich gut. So. Ja, jetzt war gut. Jetzt war gut. Hä? Ich dachte, das war gut. Alter, das ist ja eine Horrorstrecke.
Ja. Oh mein Gott. Ey, Mann. Ey, du machst einen Miniaturfehler, Alter. Ja, bei dem Tempo. Ja, gut, klar, bei dem Tempo zerlegt sich auf der Autobahn. Easy, ne? Ist klar. Da fährt ja auch keine 400 km auf der Autobahn. Aber es ist ja hier brutal. Machst hier einen kleinen Schnitzer, erlaubst du dir, ja? Und dann bist du hier easy erstmal raus. Ja, das war Mist. Das war richtig scheiße. Ja, genau. Richtig, richtig abgebremst. Weiß nicht, wie machen wir das? Da hinten diese ganzen Loopings, da freue ich mich ja richtig drauf gleich, ne? Ist klar. Mit dieser Raketenboost, den wir da nachher drauf haben. Und bei dem Affenzahn, den wir hier fahren. Habe ich echt die Befürchtung, dass wir da easy erstmal über sämtliche Zieldinger hinausfliegen. Das wird nichts. Wir werden das Ziel verfehlen bei dem Tempo. Also das heißt, selbst wenn wir jetzt, ja, wir machen es weiter. Ja, wir sind schon ganz schön langsam. Ja, aber jetzt kannst du hier mal ganz schnell durchfahren, weißt du? Okay. Ja, bei so einem Tempo geht's dann halt. Ja gut, wir holen wenigstens irgendwie Silber, glaube ich. Eine Bronze nur. Oh, war ja. Jute. Jetzt müssen wir aber richtig ran, wa? Jetzt geht's um eine Wurst. Aber dann sind, glaube ich, die Zeiten zwischen Silber und Gold nicht mehr so hoch. Denke ich. Weil da kannst du ja nicht mehr viel holen. Ja, da soll es 3 Sekunden fast, ne? Allein, dass wir den Boost haben. Wird das schon fast 3 Sekunden. Das ist natürlich wirklich eine Zeit. Ja, wir fahren mal, ne? Weil die Strecke hier ruhig noch ein paar Mal abzufahren ist bestimmt nicht verkehrt. Ah, hier kriegst du mit dem Boost schon Probleme, da halbwegs durchzuhasseln. Und wenn du da jetzt noch mit 200 km mehr drauf hast, wenn wir hier nämlich ganz gut durchfahren, ist das da hinten quasi nicht machbar, Alter. Da reinzufahren. Da! Ah, okay, das war schräg. Kann man eigentlich von hier ins Ziel fliegen? Ja, ich glaube nicht, ne? Also ausprobieren? Können wir das mal machen. Eieiei. Aber wir müssen auch die Checkpoints mitnehmen, ne? Also ich befürchte, dass wir... Ah! Aber wisst ihr, was ich meine? Das versuchen wir jetzt mal. Wird nicht gehen, weil wir die Checkpoints brauchen. Die werden uns nicht einfach so ins Ziel lassen. Wäre ja verrückt, ne? Dann fahren wir nämlich jetzt hier mal hin und dann jetzt hier hoch. Ja. Wir sind jetzt eigentlich durchs Ziel gefahren. Upsi! Ah! Nee. Wir müssen die Strecke schon fahren. Ne? Wir müssen das dann komplett machen. War ein Versuch. War natürlich klar, dass das nicht läuft. Aber gut. Okay, da kommt man auch ganz gut mit hin. Jetzt kommt der Boost, den wir hier nicht überleben. Nee, Mann, nee. Okay, also, das zwischen jetzt und dem eben da vernünftig reinzufahren, das ist knackig. Aber das hier geht fast, ne? Klar, erlauben mir ja auch mal einen Schnitzer. So, aber insgesamt ist dieser Streckenabschnitt hier ganz gut machbar. Aber hier alleine, okay, das war gut. Das war okay. So, jetzt musst du aber... Nein! Siehst du so eine... So, und danach das. Da rechtzeitig nach links, nach rechts zu ziehen, um da passig reinzufahren. Da ist die Kunst dann. Sobald wir hier mal wieder vernünftig reinkommen. So. Ja, das war okay. Ja, das war echt gut. So. Jetzt fährst du nämlich hier so ultra schnell. So, und dann musst du da hinten nämlich wieder hin. Ne? Und dann musst du rechtzeitig wieder rechts und dann darfst du auch nicht zu weit rechts. Weil du sonst wieder voll gegen die Bande hämmerst und dann fehlt dir da wieder das Tempo und so. Also, ne? Das wird noch spannend hier, glaube ich. Das wird uns noch eine Weile aufhalten. So, jetzt fahren wir hier hin. Aber zumindest
Klappt das hier ganz gut mittlerweile. Ganz gut. Ich hätte nicht gesagt, dass es gut läuft, sondern ganz gut. Einschränkungen ist eine gute Sache. Also absolut, ne? Wenn ich hier spreche und meine Worte einschränke mit läuft ganz gut, dann kann man mir nicht vorwerfen, dass ich hier tue. Ich bin voll Profi. Ja, hier geht's halt, ne? Ja, das fährt man hier so runter. Hauen uns hier durch diese Boosts durch. Das ist machbar alles. So, jetzt hier hoch, hier runter. Hier, na, das hätte man ein bisschen besser machen können. Ja, das fällt uns jetzt auf die Füße. Wir müssen noch ein Stück weiter rechts halten, damit wir da hinten nicht so hart einlenken müssen. Weil uns das hier so ein bisschen die Zeit raubt dann. Mhm. Ja. Ja, das war okay. Das war okay. Das war ganz gut. So, jetzt müssen wir hier schon wieder quasi runter. Damit wir hier rein können. Nein, Mann! Habt ihr das gesehen? Dieses hässliche Schild. Aber das hätte sein können, glaube ich. Also zumindest waren wir dann mit Silber, wären wir safe dabei. Da bin ich mir echt sicher eigentlich. Keine Ahnung, was wir für Gold brauchen. Wahrscheinlich müssen wir da wirklich irgendeine Abkürzung nehmen, von der ich noch nichts weiß. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Okay, das war gut, das war gut, das war gut. So, jetzt hier hin. Jetzt wieder runter. Ah, zu viel eingelenkt. Wir versuchen es, wir versuchen. Wir sind trotzdem schneller. 3 Sekunden. Okay, jetzt sind wir so langsam, dass wir hier verhungern. Alter, wie langsam wir fahren. Ah, ja, ja, nee. Also irgendwo müssen wir nochmal gucken. Da dürfen wir nicht so reinfahren. Weil da seht ihr, da fliegen wir viel durch die Gegend und viel zu hoch auch. Das bringt uns da nicht wirklich weiter. Aber wir dürfen auch gar nicht so dagegen hämmern. Ja, und da dürfen wir auch nicht gegen hämmern. Dass uns das jetzt noch passiert, ich dachte, wir wären besser. Ja, nicht, ey. Oh. So, hier richtig hoch. Wenn wir hier rein und raus können. Jetzt so, na. Ja, doch, war ganz gut. War, glaube ich, ganz gut. Ja, ja, ja. So, jetzt hier rein. Hier schon wieder runterfahren am besten. Genau. Okay, das war edel. Das war richtig edel. Ja, ja, ja. So, jetzt soll ich da mal ins Ziel fliegen, oder was? 3 Sekunden nur. Silber. Was für Gold? Nochmal 4,5 Sekunden, ey. Das kostet eine Abkürzung. 4,5 Sekunden, wo soll man die rausholen? Geht gar nicht. Er hat 4,5 Sekunden, überlegt euch das mal. Jetzt wirst du hier schon kaum besser, ja? 4,5 Sekunden. Oh, wo soll ich die rausholen? Das halte ich ja für unmöglich eigentlich. Natürlich geht das irgendwie, ne? Aber für die Strecke, die wir hier fahren, ist das, glaube ich, nicht machbar. Glaube ich. Aber wie gesagt, wir können nicht einfach abkürzen, wir müssen durch Checkpoints fahren. Ja, das ist so. Ja, ich bin langsamer geworden. Boah, 1/2 Sekunde sogar. Okay, aber macht ja nichts erstmal. Ja, zu früh eingelenkt jetzt. 4,5 Sekunden! Was? Ja, klar, Alter. Alter, für 600 Millisekunden rausgeholt. Einfach nur dafür, dass ich da viel schneller rausgefahren bin. Das ist natürlich heftig. Also da geht schon doch noch ein bisschen was an Optimierung hier vorne. Ah! Also hier irgendwie, muss ich irgendwie knapper rüberfahren. Okay, das war voll scheiße. Das wird uns hier richtig Punkte gekostet haben. Ja, 1/2 Sekunde, easy, weg. Wir müssen jetzt hier halt auf Performance fahren, ne? Und das packen wir nicht, wenn wir hier irgendwie uns einen zurechtkaspern. Aber zumindest müssen wir uns hier vorne keine Gedanken machen, wie wir da besser werden. Aber hier müssen wir die Ausfahrt besser machen. So, jetzt runter. Das wird schon mal ein bisschen was gebracht haben. Ja, aber nicht wirklich was. Runter. Ja, und das...
Wofür ist dieses Kackschild da, Alter? Warum brauchen die da so ein Ding hin? Ja? So eine, ich weiß doch, wo es lang geht. Ja? Man steht da nur im Weg. Ja, wie gesagt, das ist ja auch nicht das, wo wir die Zeit rausholen müssen, ne? Hier vorne. Ich weiß nicht, 200 Millisekunden sind ganz weit weg von dem, was wir brauchen. Wir brauchen ja fast 5. Ja? Mal 4,5 Sekunden, glaube ich. Fast 5. Unfassbar. Ja, so wird das nichts, ne? Warte mal. Wo ist denn der letzte Checkpoint? Vielleicht brauchen wir wirklich eine Abkürzung. Irgendwie alles nach dem Checkpoint musst du machen. Weil die haben da auch so viele Tore hingebaut, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was der Scheiß soll. So, jetzt hier runter. Hier ist ein Checkpoint. Ja, wieder viel zu schräg rein. Wo ist der letzte Checkpoint? Wir müssen die Strecke nochmal vernünftig fahren. Ich muss wissen, wo der letzte Checkpoint ist. Ob da irgendwie danach irgendwie Möglichkeiten gibt, abhanden zu kommen quasi. Ja, ist ja gut. Aber wenn jetzt hier nochmal ein Checkpoint ist, ne, ist doch da. Ne, dann ist das hier die einzige Möglichkeit. So, und jetzt wollen sie mir erklären, dass ich ja irgendwie edel, vernünftig erstmal drüber fliege. Tja. Gut, ne? Also da weiß ich jetzt ehrlich nicht weiter. Also da ist wirklich der letzte Checkpoint. Da müssen wir durch. Ja, zack, erstmal gegengehämmert, weil wir da nicht weit genug raus sind. Das wird mistig hier, diese Strecke. Ich glaube, die wird mich noch ein paar Versuche kosten. Allein, um hier auf Gold zu kommen. Ah, das war dumm. Wobei, es geht, 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 geht. Ja, jetzt hier wieder runter. Jetzt hier hoch. Ja, aber ich muss... Alter! Das ist doch wieder so ein Ding, ne? Warum? Ja, ich darf da nicht... Ich muss bestimmt... Ich glaube schon, dass das möglich ist, diese 5 Sekunden. Das sind safe die, die man da, während man fliegt, holen muss. Man muss ultraschnell quasi in diese Dings rein. Nein! Nein! Das hätte es werden können. Sag ich immer, ne? Nee, aber wir müssen da viel schneller in diese gerade Dings rein. In diese... Warte. Ja, so nicht. Kurz bevor diese Chance ist, da dreht man noch den Dings rein, dann muss man runterfahren und man muss echt krass früh geradeaus fahren können und nicht so viel lenken. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man diesen krassen Tempo-Boost, den man dann noch drauf hat, genau dafür ausreichen könnte, dass man über diese eine Stelle hüpft, fliegt vielmehr. Ja, also nicht, dass man da dieser letzte Hügel kurz vorm Ziel. Oder ich muss ein bisschen weiter links fliegen und in ein anderes Ziel rein. Nicht das erste, sondern das zweite daneben. Vielleicht versuchen wir das mal. Oh, das war mega geil. Das war richtig mega geil. Das war mega scheiße. Ja, jetzt kriegen wir hier förmlich rüber, ne? Ja, aber wisst ihr, was ich meine, ne? Da fliegen wir nämlich einfach ein bisschen schräg. Ein bisschen schräg. Aber wirklich nur so ein Müh, so ein richtig zartes Müh. Und dann fliegen wir in das linke Ziel. Nicht in das, wo wir gerade drauf fahren, sondern das direkt daneben. Aber da müssen wir mal wieder hinkommen. Also das müssen wir jetzt wenigstens immer solide schaffen. Sonst können wir hier hart knicken. Ja. Okay, nice. Okay, das war richtig geil.
Richtig Tempo drauf. Hier müsste ich viel früher. Muss ich gerade kommen. Ja, und jetzt ist. Da muss ich viel früher gerade kommen. Und das ist gar nicht möglich, glaube ich. Also, ja, natürlich ist das möglich, ne? Ich weiß nur natürlich wieder nicht, wie. Das ist mein Problem hier an der Stelle. Dass ich gar nicht weiß, wie wir das machen. Ja, hier, aber jetzt hier irgendwie. So Makro Millisekunden an Zeit verlieren ist gar nicht so relevant. Das ist schon relevant hier. Ja. So. Ja. Ja, sehr gut. So, hier runter. Zu spät. Zu viel zu spät. Ich weiß nicht. Da weiß ich nicht, da weiß ich nicht. Da muss ich mir was überlegen. Aber genau an der Stelle meine ich, dass wir da irgendwie besser rein müssen. Nee, guck mal, das ist... Nicht gut, ey. Also was wir hier vorne für Kasper reinmachen, ist relativ egal, glaube ich. Das ist hier halt nur wichtig, dass wir durch den Boost fahren. Dass wir hier halbwegs gut reinkommen. Ja, das war richtig gut. Dann wollen wir hier nur so ein bisschen einlenken. Dann können wir hier nämlich drauf fahren. Hier direkt wieder runter. Dann kommen wir hier gerade rauf. Und das ist schon wieder... Nein, Mann. Ey, wir sind so schnell. Und da kannst du gar nicht schnell genug einlenken. Jetzt kannst du nicht so ganz kommen. Gar keine Zeit gut gemacht. Gut. Aber immerhin noch nicht langsamer geworden, ne? Das ist ja auch wichtig. Ey, das ist unmöglich. Das ist wirklich kacke. Aber du hast da einen Affenzahn drauf an der Stelle, dass du da. Ja. Dass du da richtig reinhämmerst quasi. Ich weiß nicht, ob man da so richtig gut gerade rauskommen kann. Es fehlen uns 5 Sekunden. Ich weiß echt nicht, wie ich die gut machen soll. Ich wollte gerade sagen, das hier fahren wir ganz gut mittlerweile. Man macht sich täuschen, nicht wahr? Ach, Mist, ey. Ja, erstmal schön gediegen getroppt, Alter. Ja, das war ich auf mich, weil ich getroffen habe. Scheiße. Ach ja. Ja. Also hier kommen wir ganz gut klar eigentlich. Okay. Och nee, ne? Das war kacke. Naja. So, und jetzt müsstest du hier irgendwie so hoch und hoffen, dass du da reinknüppelst irgendwie. Ja, aber wir sind schon wieder zu langsam. Halbe Sekunde. Aber wir müssen 5 Sekunden holen. Ehrlich gesagt, frage ich mich echt wie. Also wie gesagt, ich kann mir gerade halbwegs vorstellen, dass man, wenn man quasi perfekt, also muss man hier schon perfekt durchheizen. Hier kurz vor Ende. Warte. So nicht. Ich komme darauf zurück. Kurz bevor man halt diese Rampe da hochfährt. Da müssen wir dann anfangen, sehr gerade reinzufahren. Und wenn man dann nicht so viel lenkt und nur solides Tempo hat, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man einfach über alle Hügel. Ach, das war dumm. Das war schlecht. Und dass man einfach über alle Hügel hinweg springt und genau auf der Plattform landet, wo man fahren muss. Das war ja quasi wie bei der 9. Runde, glaube ich. Wo man dann einfach über dieses Hindernis fliegt, statt runter durchzufahren. Da brauchst du nämlich gar nicht abbremsen. Aber dafür muss alles perfekt laufen, also richtig perfekt. Ich muss jetzt hier schon hoch rein, jetzt schon runter. Oh ja, so. Und dann fährt man da wieder gegen, Alter, weil du so ein Affenzahn da rauskommst, das ist unnormal. Wieso komme ich dann da immer so spitz raus? Das verstehe ich nicht.
Das ist mir auch jetzt so. Ja, so wird das nichts. Gar nichts wird das so. Schön Slow-Mo hier. Slow-Mo. Oh, hier reinflexen. Ja, nicht wirklich schlechter. Ne? Also das hier ist wirklich so ein Ding, das bringt uns nicht um. Wenn wir hier irgendwie mal so ein Makro-Sekündchen anders fahren. Das ist wirklich lächerlich, was hier passiert. So, jetzt hier so. Okay, das meine ich, das meine ich, das meine ich. Aber es reicht nicht. Nee. Okay, nee, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Man darf, also ich war jetzt meiner Meinung nach, bin ich perfekt durchgefahren. Ja, und dann hätte ich jetzt vermutet, dass man einfach über den Hügel springt. Über den letzten, wo wir gerade drauf geknallt sind. Der uns ja irgendwie übelst nochmal nach oben schießt. Und da haben wir den, da haben wir den Salat, ne? Da haben wir echt den Salat und da wird sich nicht weiter. Da ist Sticht. Da ist einfach Schicht im Schacht. Hier so rein, hier so raus, da so rein. Doch, so gut gefahren. So und selbst ruiniert. Ist meistens so, ne? Ja. Ja, das war ganz okay. Jetzt hier runterfahren, das war wieder zu spitz, glaube ich. Nee, geht, geht, geht. Wenn wir jetzt hier... Okay. Weiß. Ja, weiß nicht. Hä? Jetzt weiß ich nicht weiter. Es fehlt nicht mehr viel, aber 200 Millisekunden sind 200 Millisekunden. Wo soll ich die hernehmen? Hier nicht. Hier vor allem auch nicht. Okay, so läuft das. Habt ihr gesehen? Also doch wirklich dieses eine Ziel daneben nehmen. Aber wir haben noch kein Gold. Also gefeiert wird ja noch lange nicht. Alter, 600 km/h, ey. Yes! Yes! Da ist er, Alter. Okay, wenn man so ein bisschen geschnallt hat, dann läuft das einfach. Oh, 11. ist das schon. Upsi. Ja, egal. Ja, 82 Versuche war jetzt nicht Top-Leistung, war aber noch nicht das Schlimmste bisher. Also von daher bin ich noch ganz zufrieden. Ja. Ja. 82 Versuche, wir sehen uns in der nächsten dann, ne? Ciao.